Schaut mal, da kommt Leo, wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug, was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile, Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Leo, der Lastwagen. Das ist Scoops Haus. Scoop schläft. Oh, der Wecker klingelt. Wach auf, Scoop. Zeit aufzustehen. Die Roboter wollen Scoop besuchen. Er hört euch nicht. Ihr müsst lauter klopfen. Die Küche ist gar nicht aufgeräumt. Scoop wollte für seinen Besuch einen Kuchen backen, hat aber verschlafen. Hallo Roboter, kommt rein. Die Roboter fragen sich, wo der Kuchen ist. Wie können wir ganz schnell einen Teig machen? Leo, weißt du es? Leo hat die Teile einer Teigmaschine gebracht. Wenn wir sie zusammenbauen, können wir damit den Teig machen. Wir fangen mit dem gelben Boden an. Jetzt verbinden wir das rote und die blauen Teile mit dem orangefarbenen. Das ist das größte Teil der Maschine. Da kommt der Motor rein. Zum Schluss montieren wir noch den Quirl. Fertig! Scoop, schalte die Teigmaschine an. Sie funktioniert. Aber da fehlt noch ein Teil. Scoop, wo kommt denn der Teig rein? Einen Teller können wir nicht gebrauchen. Die pinkfarbene Schale ist zu klein. Und die blaue Schüssel? Die ist perfekt. Mehl und Zucker. Und zwei Eier. Und jetzt machen wir die Teigmaschine an. Scoop, schalte die Maschine höher. Der Quirl muss sich schneller drehen. Der Teig ist fertig. Lifty hat Erdbeeren gebracht. Die kommen auf den Kuchen.
ab in den Ofen damit. Sieht lecker aus. Schneiden wir den Kuchen in Stücke. Die Freunde essen den Kuchen draußen. Es ist schönes Wetter. Na dann, guten Appetit! Schaut mal, da kommt Leo, wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug, was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile, Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Leo, der Lastwagen. Hallo Leo. Leo, du willst wohl rutschen. Klasse. Was sind denn das für Bauklötze? Und warum bewegen sie sich? Interessant. Oh, das ist Max der Bagger. Max, hast du hinter den Bauklötzen irgendwas gesucht? Das ist eine Baggerschaufel. Leo, sollen wir sie in deinen Kasten laden? Schau mal, Leo. Hier haben wir eine Kabine und ein Fahrgestell. Lade die anderen Teile ab. Lass uns ein neues Fahrzeug bauen. Wo sollen wir anfangen? Die Kabine kommt auf das Fahrgestell. Jetzt sind die Räder an der Reihe. Zwei kommen auf diese Seite und zwei auf die andere. Dieser kleine Scheinwerfer kommt auf das Dach. Jetzt ist der Ausleger dran. Und an ihm befestigen wir die Schaufel. Geschafft! Das ist ein kleiner Bagger. Los, wir stellen dich Max vor. Max, schau mal, wen wir hier haben. Das ist Scoop. Hey, wo gehst du hin? Was suchst du denn hinter den Bauklötzen?
Oh, ein Ball. Max, Leo und Scoop spielen miteinander. Das macht ja Spaß. Und jetzt könnt ihr mit den Bauklötzen spielen. Schaut mal, da kommt Leo. Wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug, was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile, Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Es regnet in Strömen. Und es stürmt. Selbst Liftys Laden wird vom Wind gebeutelt. Zum Glück ist Lifty nicht draußen. Oh, was war denn das? Das Ladenschild wackelt hin und her. Es ist runtergefallen. Und was macht Leo? Es hat aufgehört zu regnen. Hallo Leo. Lifty braucht deine Hilfe. Lifty kann das Ladenschild nicht hochheben. Es ist zu schwer. Keine Sorge, Lifty. Leo wird dir helfen. Was hat er denn in seinem Ladekasten? Das sind die Teile eines Hubschraubers. Das gelbe Gehäuse ist die Pilotenkabine. Ein grünes Dach. Ein Heckausleger. Zwei Sitze. Armaturenbrett und Steuerknüppel. Frontscheibe, zwei Türen, ein dreiblättriger Rotor, zwei Landekufen. Ist der Hubschrauber fertig? Du hast recht, Lifty. Der Heckrotor fehlt. Leo geht ihn suchen. Wo könnte der Heckrotor denn sein? Die Roboter haben ihn. Sie spielen damit. Leo, hierher. Roboter, wir brauchen den Rotor, damit unser Hubschrauber fliegen kann. Los, kommt mit.
lasst uns den Heckrotor montieren. Fertig. Und hoch geht's. Jetzt kann der Hubschrauber das Ladenschild hochheben und es an seinen Platz setzen. Na also. Lifty, du kannst deinen Laden wieder aufmachen. Dankeschön, Leo. Schaut mal, da kommt Leo. Wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug. Was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile. Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Leo, der Lastwagen. Honigmelonen. Kartoffeln. Lifty hat die Waggons des blauen Zugs beladen. Der Zug fährt los. Er transportiert ein U-Boot, einen Traktor, Kegel, Milch, Heu, Wassermelonen. Und Gemüse? Oh, der Zug hat Schwierigkeiten, den Berg hochzufahren. Die blaue Dampflokomotive kann die schweren Waggons nicht ziehen. Der Zug hat angehalten. Er rollt rückwärts den Berg runter. Was machen wir denn jetzt? Roboter, hast du eine Idee? Hallo Leo, kannst du uns helfen? Leo hat die Teile einer großen und starken Lokomotive gebracht. Lass sie uns zusammenbauen. Wir beginnen mit der grauen Plattform. Da kommen jetzt die Räder dran. Eine große Kabine. Da kommt ein Kontrollpult rein. Fenster und Türen. Ein separates Abteil für den Dieselmotor. Und das ist der Motor. Treppen und Treibstofftanks. Scheinwerfer für vorne und hinten. Die letzten Teile sind an ihrem Platz. Die Lokomotive ist fertig. Es ist Zeit, die blaue Dampflokomotive von den Waggons abzukoppeln. Musik
jetzt kommt die große Lokomotive auf die Schienen. Der Treibstofflaster ist da. Wir können die Lokomotive mit Treibstoff befüllen. Die Tanks sind voll. Dankeschön, Treibstofflaster. Roboter, wir können uns wieder auf den Weg machen. Oh, wir haben den Mechanismus zum Ankoppeln vergessen. Wir müssen die beiden Teile finden, die wir brauchen, um die Waggons an der Lokomotive anzukoppeln. Leo, weißt du, wie die Teile aussehen? Können wir das Rad gebrauchen? Nein. Ist das das richtige Teil? Nein. Diese Teile brauchen wir. Leo, beeil dich. Bring die Teile. Jetzt montieren wir die beiden Teile. Fertig! Die Lokomotive zieht die Waggons. Der Zug fährt aber schnell. Prima! Die Lokomotive schafft es, den Berg hochzufahren. Gut gemacht, Leo. Leo, der Lastwagen. Schaut mal, Leo, der Lastwagen, fährt die Rampe runter. Er hat wieder neue Teile dabei. Und das ist Leos Freund, Lifty, der Gabelstapler. Er transportiert Blöcke. Das sieht nach harter Arbeit aus. Die Blöcke müssen auf die andere Seite des Ufers. Lifty hat ganz schön viel zu tun. Er muss über die Brücke fahren. Leo, kannst du Lifty nicht helfen? Mal sehen, was für Teile Leo in seinem Kasten hat. Das sind Teile für ein Luftkissenfahrzeug, ein sogenanntes Hovercraft. Luftkissen, Rumpf, Lenker. Sitz. Stauchfach. Frontscheinwerfer. Gehäuse für einen großen Propeller.
klappen. Etwas fehlt. Der Propeller. Leo, kannst du ihn suchen gehen? Schaut mal, was Leo alles bei sich zu Hause hat. In einem der Fächer müsste das Teil sein, das wir brauchen. Und in welchem? Das ist richtig. In diesem. Wir können gehen. Der Propeller kommt in das Gehäuse. Der Propeller dreht sich und das Luftkissen ist aufgeblasen. Alles funktioniert. Es kann sich auf Wasser als auch an Land fortbewegen. Lifty, lade die Blöcke ein. Das Hovercraft wird sie ans andere Ufer transportieren. Prima! Gut gemacht, Leo.